Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen ersten Folge einer etwas anderen Projektreihe, die ich so noch nicht gemacht habe. Allerdings ist schon, ja, haufenweise auf YouTube, ich weiß nicht, ob es haufenweise, aber auf jeden Fall schon auf YouTube gibt. Also ich bin nicht der Erste, der sowas macht. Ich habe das mal gesehen bei jemandem und dachte mir, gut, vielleicht probierst du das auch mal, weil, ja, es ist mal eine etwas andere Challenge. Und ja, ich werde heute klären, versuchen. Also ich wollte jetzt mal die Frage klären, ob man Pokémon, Platin, ja, Sinnoh, mit nur einem Inferno und durchspielen kann. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns auch erstmal das liebe Inferno mal etwas genauer an. Ja, hier haben wir einmal die drei wichtigsten Sachen wohl für die Challenge. Wir haben hier links einmal die Attacken, die es per Level Up lernt. Am Anfang hat es Kratzer, Glut und Verhöhner. Für Level 1 Attacken eigentlich ganz gut. Lernt dann auf Level 14 den Tempo-Hieb, das ja dann der erste Kampfattacke ist für den Kampf-Step. Dann lernt es ja der Flammenbrand auf 21, dann als nächstes Nahkampf auf 41 und der Flammenblitz auf 57. Ja, rechts oben sehen wir die Statuswerte, also man kann sagen, es ist offensiv gut, sowohl offensiv physisch als auch offensiv speziell und das ist auch, ja, doch schon sehr schnell für ein Feuer-Pokémon. Ja, ich werde es also fast eigentlich immer nur physisch spielen, oder ich habe es nur physisch gespielt, denn es lernt halt per Level Up eigentlich nur Feuerwirbel als Spezialattacke. Und wenn wir mehr ehrlich sind, ist der Nahkampf bzw. Flammenrad dann doch schon doch deutlich besser. Ja, und als Schwächen haben wir besonders Flug, Boden, Wasser, Psycho. Drei davon sind auch Arenaleiter bzw. Top 4. Wie ich das dann handhaben werde, werden wir ja dann sehen. Also, es gab schon einige Probleme. Aber ich würde sagen, wir kommen erstmal zu den allgemeinen Regeln. Dann würde ich sagen, kommen wir einmal kurz zu den Regeln. Es sind ja die Regeln, die am logischsten wahrscheinlich sind. Also ich darf natürlich im Kampf nur Panferno ansetzen, kein anderes Pokémon. Ich habe das extra so gemacht, dass der Starter oder das eine der Starter dann Panferno ist. Ich glaube, ich habe es für Chalas dann ausgetauscht. Das Rivale auch Panferno hat, fällt mir gerade auf, aber naja. Dann darf ich keine Items in Kämpfen benutzen. Also ich darf keinen Trank einsetzen, kein X-Abwehr, kein Ether oder sowas. Ich darf keine Items in Kämpfe einsetzen. Ausnahme hier sind, wenn dann Pokébälle, wenn ich Pokémon fangen muss für VMs. Das ist dann das nächste. Ich darf Pokémon fangen, wenn, also in Generation 4, ich glaube, Generation 4 hat irgendwie 8 oder 9 VMs. Das ist absolut geisteskrank. Und du brauchst eigentlich gefühlt auch jede einmal. Deswegen, ich darf die Pokémon fangen für VMs. Ich darf sie aber nicht im Kampf benutzen oder sowas, sondern ich darf halt nur Panferno benutzen. Ich darf Panferno aber ein Item zum Tragen geben. Habe ich ein Item, was ich dann irgendwann bekommen habe, durchgehend gegeben. Genau, wenn Panferno besiegt ist, dann muss ich den Kampf wiederholen. Also dann darf ich ab da, also ist er quasi, ne, wieder von dort an geht es dann weiter. Ich versuche oder ich habe so wenig Trainer besiegt, wie es geht. Also ich habe bei weitem nicht jeden Trainer mitgenommen und gerade optionale Trainer, so wie auf den Wasserrouten oder sowas, habe ich einfach weggelassen. Sondern eigentlich nur die Trainer, die mit auf dem Weg liegen, habe ich mitgenommen. Ich habe auch so wenig gelevelt, wie es geht. Außer bei zwei Stellen habe ich gelevelt. Das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Sonderbonbons sind auch erlaubt, wenn ich sage, wenn ich jetzt vor der Liga bin und ich muss nochmal leveln, weil ich das sonst nicht schaffe, darf ich Sonderbonbons benutzen. Und sie dann auch ja, einsetzen, wenn es halt wirklich nötig ist. Und dann würde ich sagen, geht's los mit dem Run. Ja, wir fangen jetzt Abenteuer an. Natürlich, der Professor gibt uns oder die Auswahl zwischen drei Pokémon. Zwischen Chalas eigentlich, Panflam, Plinthwa. Wir nehmen hier natürlich das Chalas, denn es ist ausgetauscht durch Panferno. Und ja, dann will auch unser Rivale, den ich hier Windows genannt habe, denn er will immer der Wichtigste und Beste sein, so wie Windows halt, und er nervt so wie Windows, deswegen habe ich ihn Windows genannt. Möchte direkt sich duellieren, aber er hat mit seinem kleinen Panflam gegen unseren ausgewachsenen Affen keine Chance. Viermal Kratzer und der Junge ist down. Aber Windows gibt nicht auf, der ist so penetrant, der will direkt eine Revanche. So als das Charalili als auch das Panflam haben mal wieder keine Chance und ja, der Junge soll mal ein bisschen trainieren gehen, denn der ist halt echt nicht so geil gerade, ne? Geh mal ein bisschen. Ja, als nächstes ging es dann in die Gesteinsarena von Byte, die erste Arena, und er beginnte mit einem Kleinstein, welches mit zwei Tempohieben Geschichte war. Danach kam schon das Onix, was ja zwei ausgehalten hat und beim dritten dann down war.
Und auch das Cognodon war eher weniger ein Problem. Hat aber gut Schaden gemacht, nochmal durch die Kopfnuss mit dem Volltreffer. Aber die Arena war jetzt dann doch eher kein Problem. Der erste Vorstand von Team Galactic wollte auch mal was sagen. Er hat einen Zubat, oder sie, ich weiß gar nicht, was es ist, hat einen Zubat auf jeden Fall. Und einen Schnurrgast. Ja, das Zubat war nach zweimal Glut hinüber. Und das Schnurrgast haben wir dann einfach mit einem Tempo-Heap weggecrittet. Also war jetzt auch nicht so schwer. Als nächstes ging es dann in den zweiten Orden von Sylvana, Pflanzenarenaleiter. Sie hat einen Cellast, ebenso einen Kinoso und auch eine Roserade. Ja, aber wir als Panferno, als Feuer-Pokémon, haben dreimal Flammrad eingesetzt und haben sowohl Cellast als auch Kinoso als auch Roserade komplett gewonnen. Und somit war die Pflanzenarena, wie bereits schon erwartet, sehr leicht. Als nächstes ging es dann ran gegen Jupiter und sie hatte wie ebenfalls wie Mars einen Zubat. Dafür hatte sie statt einen Schuss Snowgast, hatte sie dafür einen Sekundentank. Das Zubat war kein Problem, das war mit einem Flammrad direkt down. Dann kam schon das Grundtank und das hat dann schon deutlich mehr Probleme gemacht. Zumal es erstens nicht direkt tot war, sondern es hatte dreimal Flammenrad ausgehalten, beziehungsweise zweimal und beim dritten Mal ist gestorben. Und dann hat es auch noch Rauchwirke eingesetzt, was meine Genauigkeit gesenkt hat, wodurch ich ein paar Mal daneben gehauen habe. Allerdings schlussendlich konnten wir das Schnurrgast dann doch besiegen. Als nächstes kam dann Orden Nummer 3, Lamina. Sie hat ein Zwirrlicht, ein Apollo und ein Traumagil. Das Zwirrlicht war dank eines Vortreffers direkt instant tot. Dann kam das Apollo, was ein Flammrad ganz knapp überlebt hat, aber dann mit Hilfe eines weiteren, nachdem es nach einem Supertank gesetzt hat, dann auch besiegt wurde. Ja, und das Traumagil war sehr gefährlich, denn ein Flammrad hat ihn ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte gemacht, dann aber in die Beere bekommen, in die Bärenrange gekommen, wodurch es dann noch einen weiteren Flammrad überlebt hätte. Dann kam der Psy-Strahl auch noch von dem und das hat mich gecrittet, also einen Vortreffer gemacht. Dadurch kam hier aber allerdings in die Großband-Reichweite, wodurch ein weiterer Flammrad dann ganz knapp gereicht hat. Zumal wir auch noch einen Crit bekommen haben und damit war der Arena-Kampf knapp, aber erfolgreich. Ja, als nächstes kam dann mal wieder Windows und wollte sich melden und wollte sicher gehen, dass wir ihn nicht vergessen haben. Hab ihn leider vergessen, denn ich habe mich gedacht, dass er nochmal kommt. Ja, er hat Staravia und damit hat er auch begonnen mit Bedroha, was schon mal nicht gut ist, da unser Angriff damit gesenkt wurde und wir damit weniger Schaden machen. Dementsprechend hat das Staravia dann auch überlebt und hat dann ausgerechnet auch noch einen Volltreffer gegen uns gemacht mit einem Flügelschlag. Nicht so geil. Dann haben wir es gekillt mit Flammrad. Dann kam das Bamelin rein und ich dachte mir, ja okay, das kann jetzt schon sehr kritisch werden, weil er hat noch drei Pokémon. Das Bamelin, ich habe Flammrad eingesetzt, weil wir im Großband Reichweite waren und haben gehofft, dass ich vielleicht mit Volltreffer das Bamelin töte. War nicht so, er kam mit Ackerknarre und wir haben das Ganze mit einem KP überlebt. Also das war natürlich calculated. Dann haben wir ihn rausgenommen mit einem Tempo-Heap und dann kam das Pampyro von ihm und der hat dann einfach Tempo-Heap gedrückt und dann waren wir tot. Ich hätte eigentlich auch auf Tempo-Heap geben sollen, aber ich habe es ein bisschen verkackt. Bei der Revanche dann hat das Staravia sich gedacht, ich setze Doppelteam ein. Zum Glück haben wir dann trotzdem getroffen, das heißt, wir haben keinen Flügelschlagschaden bekommen. Das Bamelin war auch kein Problem, war mit zwei Tempo-Heapen weg. Dann das Pampyro haben wir uns ein kleines Tempo-Heap-Duell abgegeben. Dreimal von mir oder viermal und dreimal von ihm. Und das Roselia war dann auch mit einem Flammrad tot. Und damit sage ich danke, André, dass du diesen Kampf gemeistert hast. Was sagst du dazu, André? So, lass jetzt mal ganz schnell ein Like und ein Abo da, denn damit würdet ihr mich sehr unterstützen. Danke dir, André. Ja, ihr könnt gerne mal ein Like und ein Abo da lassen. Es war wirklich sehr viel Arbeit, dieses Video zu machen und würde mich sehr freuen, wenn ihr das mit einer positiven Bewertung unterstützt. Danke euch. So, genug Werbung gemacht. Als nächstes geht es dran gegen Hilda, die Kampfarena-Leiterin. Sie hat ein Meditil, ein Mashok und ein starkes Lucario. Nach einer Runde Mogehieb von Meditil war das dann nach einem Flammrad fast tot. Er ging dann nochmal auf den Uppertieb, aber das hat ihm nicht daran geholfen, ihm noch eine Runde zu überleben, denn er war danach tot. Dann kam schon das Lucario, was nach einem Flammrad instant tot war. Das hat gar keinen Bock gehabt, das Lucario. Und das Mashok hat einen ganz knapp, also einen hat es eingesteckt, zur Hälfte ungefähr, und dann war es beim nächsten Mal auch tot. Dann musste sich mal wieder Windows melden vor der Wasserarena. Er hatte mal wieder ein Staravia mit Bedroher am Anfang, was wieder nicht geil ist. War allerdings schnell tot, genauso wie das Bamelin. Allerdings waren wir auch schon gut angeditscht durch Flügelschlag und Wasserdüse oder Aquaknarre. Und dann kam sein Vampiro und die waren halt schon fast tot. Und der kam mit einem Tempo-Heap an und hat uns gevolltreffert, was dann daraus bedeutet, dass wir dann nach dem nächsten Tempo-Heap gestorben sind. War nicht so toll, also muss er gegen Windows wieder nochmal ran. Also wieder mal eine Revanche gegen Windows und auch wieder mal setzte das Staravia diesmal in der ersten Doppelteam ein, was uns egal sein kann, denn wir haben wieder getroffen.
Dann meinte das Barbalin uns zu critten zu müssen mit einer Wasserdüse. Da dachte ich mir schon wieder, oh nee, bitte nicht. Dann gab es wieder ein heftiges Duell, Tempo-Hieb-Duell gegen Pampyro, gegen seinen Pampyro. User, er hat noch kein Panferno. Und am Ende haben wir dann Roselia wieder mit Flammenrad gewonnen-hittet. Also, Revanche geglückt. Als nächstes kam wohl eins der schwierigsten Kämpfe in deiner Challenge. Und zwar gegen den Wasser-Arena-Leiter Marinus, der ein Gyarados, ein Morlord und ein Bogelin hat. Ja, er beginnt mit seinem Gyarados, mit Bedrohr, was schon mal eine Katastrophe ist. Und ihr seht, ich habe Panferno und Dunkelklau beigebracht, aber das hat nicht viel gebracht, da die Dunkelklau hat nichts an Schaden gemacht. Und wir wurden direkt geschüttet und sind dann direkt gestorben. Und deswegen musste ich mir was einfallen lassen, denn auch, ja, ohne Crit hätten wir keine Chance gehabt gegen Marinus. Deswegen bin ich auf Route 212 gegangen und habe dort mit Indigo-Stücken beim Attackenlerner Donnerschlag Panferno beigebracht, damit er endlich auch was gegen Wasser-Pokémon hat. Ja, der erste Versuch mit Donnerschlag und das Gyarados hatte direkt keinen Bock auf den Donnerschlag. One-Hit-KO. Das Morlord kam dann rein und da habe ich Nahkampf gedrückt, den wir auch neu gelernt haben. Und ja, mit zwei Nahkämpfen war das Ding down. Allerdings hat das zwischendurch Feldzap eingesetzt, was auch mal ein bisschen Schaden gemacht hat und meine Initiative gesenkt hat, was eigentlich relativ egal ist. Ja, und dann kam auch das Bogelin und ich habe auch hier mich entschieden, Nahkampf zu drücken. Und wir haben es fast gekillt, dann leider noch die Beere dazu. Bin dann auf den Tempo gegangen und habe gedacht, es könnte reichen. Es hat ganz knapp nicht gereicht und somit konnte uns Bojelin besiegen und wir mussten uns nochmal irgendwie rantesten. Ja, ich habe es dann noch ein paar Mal probiert, allerdings hat es nicht geklappt. Einmal konnte das Mord auf einmal Lebensschuss oder hat es einfach mal Lebensschuss eingesetzt und da war eh alles vorbei. Dann hatte das Bojelin mich mit Wasserdüse einfach aus dem Leben gebumst und ja. Doch dann hat es endlich geklappt. Wir haben das Gyarados mit dem Donnerschlag, den wir gewonnen hätte. Das Mordor war nach einem Nahkampf und Tempohieb Geschichte. Und das Bojelin war auch mit einem Nahkampf fast tot, aber konnten dann mit einem Tempohieb das Bojelin endlich besiegen. Als nächstes kam dann der erste Kampf gegen Cyrus, aber der war kein Problem, der erste Kampf, denn sowohl das Sneeble war mit einem Tempohieb one-hit, als auch das Golbat und das Kramox jeweils mit einem Donnerschlag. Danach wollte Windows wieder meckern und mit uns kämpfen. Er beginnt wieder mit seinem Staraptor, mit seinem neuen Staraptor, mit Bedrohung natürlich wieder. Dadurch überlebte er auch den Donnerschlag und konnte uns dann mit Aeoras nochmal Schaden zufügen. Danach kam sein Bojelin, was mit einer Wasserdüse auch nochmal gut Damage gemacht hat. Und ich dachte, oh Gott, das wird schon wieder ein Fail gegen den. Ja, sein Panferno, sein neues Panferno, haben wir dann mit Nahkampf zum Glück gewonnen-hittet. Das war sehr gut. Und auch Scaraborn haben wir dann mit Flammenrad gekillt. Und Roserado ist ja sowieso immer One-Hit geführt von Flammenrad. Sechster Orden gegen Adam. Er hat einen Magneton, ein Dalos und ein Voltros. Aber ich bin ehrlich, der Kampf war wie erwartbar eigentlich sehr einfach, denn das Magneton war mit einem Plumber tot, das Stalos war mit einem Nahkampf ebenfalls tot und das Polterus vielfach Kampfschwäche war auch in einem Nahkampf instant tot. Saturn war der letzte Vorstand, der noch gefehlt hat von Team Galactic. Sein Golbat war instant down und dann kam sein Toxicroak und ja, der hat mich dann mit einem Gifthieb direkt vergiftet, sodass ich dann an dem Gift schlussendlich gestorben bin. Bisschen unglücklich. Ja, beim zweiten Versuch haben wir das Golbat wie immer gewonnen-hittet. Das Toxicroak meinte, es muss mich wieder vergiften, aber diesmal war es in zwei Flammenräder down. Und das letzte Pokémon, das Bronze, war dann auch mit einem Flammenrad instant down. Auch Mars wollte nochmal kämpfen, aber sie war noch weniger ein Problem, denn ihr Golbat, was sie auch hat, war wieder instant one-hit mit Donnerschlag. Ihr Bronze war kein Problem mit Flammenrad und das Schnurgast wollte auch keinen Nahkampf abbekommen und war dann auch schon schnell erledigt. Eisarrenderin Frieda mit Sneeble, Keifel, Rexbisa und Frostetje war jetzt auch nicht so gefährlich, denn das Sneeble war instant tot durch einen Tempohieb. Das Keifel hatte gar keinen Bock auf einen Nahkampf. Das Frostetje hatte auch gar keine Lust auf den frisch erlernten Flammenblitz. Und auch Rexbisa konnte die Hitze nicht widerstehen und war auch instant down mit einem Flammenblitz. Als nächstes war dann wieder Cyrus am Start, aber diesmal ein etwas gefährliches Team, denn er hat sowohl ein X-Bot und ein Kramschlag, was uns beide mit Flugattacken sehr in die Bedrohung bringen kann. Ja, das Team, was er hatte, war zum Glück nach einem Verbrüht in Sit-Down, wie immer. Das X-Bot hat einen Donnerschlag ganz gut überlebt, hat dann mit Windschnitt sich auch angegriffen und dann konnten wir den Donnerschlag rausnehmen. Und das Kramschlag konnten wir zum Glück mit einem Markkampf one-hitten, sonst wäre es, glaube ich, ganz schön eng geworden. Als nächstes ging es dann nochmal ran gegen Saturn, aber auch der war, wie erwartet, keine Gefahr. Das Golbat war One-Hit mit Donnerschlag.
Das Bronze war Wanda mit dem Flammenblitz und das Toxiquark war diesmal auch Wanda mit dem Flammenblitz und konnte diesmal nicht vergessen. Sehr schön. Ja, und dann kamen wir auch schon zum Team Galactic Finale, das nicht sehr, was wirklich nicht einfach war. Denn wir hatten erstmal einen Doppelkampf gegen Mars und Jupiter mit unserem Rivalen Windows und Windows hat einen Mamfaxo und ja, ich werde im Laufe des Kampfes sehen, dass Mamfaxo nichts kann außer nichts. Ja, mein Ziel war es erstmal, mich auf die rechte Seite zu konzentrieren. Ich wollte erstmal einen Trainer quasi weg haben. Das Problem war, dass das Bronze Reflektor eingesetzt hat und dadurch unsere physischen Attacken nicht mehr so viel Schaden gemacht haben. Trotzdem konnten wir das andere Bronze relativ schnell wegkriegen. Und auch das Golbert dank dem Volltreffer und das Schnurrgas im Nahkampf relativ clearen. Allerdings hat das Bronze von dem anderen uns schon mit Sondersein so gut Schaden gemacht, wodurch dann das andere Grundtank uns dann mit einem Gift-Team schlussendlich rausziehen konnte, war jetzt auch nicht so doll. Das heißt, wir mussten hier uns nochmal ran versuchen. Ja, den zweiten Versuch bin ich dann etwas anders angegangen, denn ich habe statt Nahkampf Tempo-Hieb gedrückt, um erstmal meine Verteidigung nicht zu senken. Bin dann auch erstmal auf die linke Seite gegangen, da das Grundtank ja doch deutlich gefährlicher ist. Ja, konnte dann das Bronze rausnehmen und hatte auch Glück, dass die Gegner teilweise öfters auf meinen Paxo gegangen sind, denn mein Paxo war dann so schnell, relativ schnell down, sodass auch das Inferno von meinen Rivalen reinkam, die dann bessere Chancen hatten. Und dann habe ich auch noch Glück gehabt, dass ich mit 3 KP oder so war, noch ganz knapp überlebt habe. Das war wirklich sehr knapp. Also der Kampf, der wäre auf jeden Fall noch gefrustet, wenn ich da öfters verreckt wäre. Aber wir haben ihn mit etwas Glück, weil hier brauchst du auch Glück, dass die Gegner auch wirklich auch mal auf den Rivalen gehen, haben wir mit Glück den Kampf dann doch überstanden. Ja, natürlich darf der Final Boss Cyrus jetzt nicht fehlen in der Zerwelt. Der Final Boss Kampf gegen Cyrus und ja, er beginnt mit einem Hunemon. Es war kein leichter Kampf, er beginnt mit einem Hunemon. Welches wir glücklicherweise mit Tempo-Hieb direkt erstmal rausnehmen konnten. Ja, dann kam das erste Problemkind, Garados, was uns erstmal mit Bedrohr einen Angriffsdrop gibt und dann auch noch den Donnerschlag nicht überlebt zum Glück. Dann kam X-Bad, was durch die gute Verteidigung durch X-Bad und den Bedrohr den Donnerschlag gut ist und dann um uns mit Luftschnitt auch noch einen Volltreffer in die Fresse drückt. Das war gar nicht geil. Wir konnten X-Bad dann zwar noch rausnehmen, allerdings kam dann das Kramchef und hat einen Nahkampf ganz gut überlebt und dann konnte er erst uns mit Borschnabel rausnehmen. Ja, beim zweiten Versuch war alles beim Alten, nur dass das X-Bug dann nicht auf Schnitt, sondern auf Giftstreich ging diesmal, wodurch wir das gut überlebt haben und ihn dann auch rausnehmen konnten. Das Kramchef habe ich gehofft, dass wir den Bohrstapel einfach überleben und wir haben ihn ganz knapp mit 13 KP überlebt. Das war wirklich mega knapp. Wir konnten dann auch das Kramchef raufnehmen und dann kam das letzte Pokémon an Snipunda. Ich habe gehofft, dass der Tempo-Hieb reicht auf minus 1 und er hat gereicht, zum Glück. Letzte Arena gegen Volkner. Pokémon von ihm sind Magneton, Raichu, sind Luxtra und sein Elevolt. Und ja, dafür, dass es der letzte Orden war, ist der Kampf ziemlich anders verlaufen, als ich es eigentlich gedacht hätte. Denn ich hätte gedacht, dass ich deutlich mehr Probleme haben werde. Allerdings war das Blitzer nach einem Nahkampf direkt tot. Das Raichu hat auch gar kein Land gesehen, war auch direkt tot. Dann kam das Elevoltik und da dachte ich mir, okay, aber der Flammenblitz hat auch gereicht, hätte ich auch nicht gedacht. Und als letztes kam dann das Luxtra, was ebenfalls mit einem Nahkampf direkt war. Also, letzter Orden war dann doch einfacher als gedacht. Ja, und auch ein letztes Mal nochmal gegen Windows direkt vor der Pokémon-Liga und das war wirklich mit einer der nervigsten und schwersten Kämpfe in der ganzen Challenge, denn er hatte dann wieder das Staraptor, logischerweise mit Bedrohung am Anfang und das macht mir immer so große Probleme. Denn durch den Bedrohung machen wir halt weniger Schaden und ich habe ein, zwei Versuche tatsächlich gescheitert an dem Panferno einmal und einmal an dem Roserade, denn dadurch haben sie immer ganz, ganz, ganz knapp überlebt und ja, das war immer sehr, sehr ätzend. Und dadurch, dass ich immer Erfahrungspunkte durch die anderen Pokémon bekommen habe, sind wir halt zwei Level-Ups hochgegangen und dadurch konnte ich dann irgendwann mal das Panferno auch besiegen und dann auch das Roserade besiegen. Denn das Problem ist, wenn ich nämlich das Flammenblitz auf das eine Mal auf das Roserade eingesetzt hätte, dann wäre ich ja mitgestorben und den Kampf zwar gewonnen, aber ein Panferno wäre gestorben und es wäre dann halt gegen die Challenge. Deswegen musste ich da auf den Nahkampf klicken und das Roserade hat er ganz gut gelebt. War kein leichter Kampf, 3 Versuche habe ich gebraucht, musste auch teilweise ein bisschen umdenken, aber ich habe es dann trotzdem durch die Level-Ups dann auch nochmal geschafft.
gewinnen. Und dann ging es auch schon gegen die Top 4 und der erste war Herbero und seine Käfer-Pokémon. Und das Janmega, das erste Pokémon, war direkt ein Problem, denn es hat ganz knapp den Donnerschlag überlegt und ja, dann dachte ich, ich nehme Tempo-Hieb, weil wegen Temposchub hätte er mich sonst outspeedet, also er wäre schneller als ich gewesen und hätte mich dann easy gekillt. Deswegen dachte ich, muss ich auf den Tempo-Hieb gehen, aber der hat leider nicht gereicht. Beim zweiten Versuch bin ich dann auf Lamblitz stand auf den Donnerschlag gegangen, da der nochmal deutlich stärker ist. Oder das Janmega dann ordentlich gegrillt. Und ja, dann kam das Problem-Pokémon Nummer 2 schon rein und das war Pyondragi, denn Pyondragi ist ein Käfer-Pokémon und ja, Feuer war nicht effektiv, sondern nur neutral. Deswegen bin ich dann hier auf den Nahkampf gegangen gegen das Pyondragi, denn ja, das Bergsen hat dann auch zum Glück ausgereicht, um das Pyondragi zu eliminieren. Und ja, man muss sagen, der Rest der Pokémon von Herbero, also das Garabon, war auch ebenfalls mit Flambitz tot. Das Hornweißel hat auch kein Land gesehen. Und das Scherox, ja, hat dann auch nochmal eine doppelte Vierfachschwäche Flamblitz abbekommen. Man muss dazu sagen, ich hatte Glück gehabt, dass ich mich nicht selber kille mit dem Rückstoß. Ich habe dann in dem neuen Papier überlebt. Aber wir haben Herbero erfolgreich geschafft. Als nächstes kamen dann Theresa und ihre Boden-Pokémon. Und ja, man muss sagen, Boden ist halt nicht so geil gegen uns, denn wir haben nichts Selektives und können nur mit Nahkampf und Flamblitz arbeiten. Das Vaser war nach dem Nahkampf zwar down und auch das Skorkla so war nach dem Flammblitz durch den Crit. Ich glaube, ohne Crit hätten wir nicht gekillt, mit dem Crit tot. Doch dann kam das Hippoteros und das ist halt einfach hat eine gute Verteidigung und viele KP und hat dann auch den Nahkampf überlebt, sodass wir mit einem Erdbeben dann raus waren. Ja, und hier war der eine Zeitpunkt, wo ich dann dachte, okay, ich muss auf jeden Fall höher leveln, denn das Level reicht nicht. Ich habe es einmal auf Level 80 nochmal probiert, hat nicht gereicht. Dann bin ich auf Level 85 hochgegangen, hat nicht gereicht. Und dann auf Level 86 haben wir es dann endlich geschafft, dieses dreckige Boteros mit einem Nahkampf zu killen. Das war wirklich nervig, da wirklich nur das Level aufschwanken wollen. Weil ich habe geschaut, ob ich irgendwelche TMs, aber hatte ich nicht. Und deswegen mussten wir dann leveln. Mit Sonderbaumung habe ich gelevelt und dann auf 86 haben wir es geschafft, das Hippoteros rauszunehmen und auch der nachfolgenden Geowatz war mit einem Nahkampf natürlich direkt weg und auch die Hornior war durch die Kampfschwäche und den großen Level-Fortschritt jetzt eher weniger ein Problem. Aber die Theresa war wirklich die härteste oder eine der härtesten Herausforderungen in der Challenge. Hätte ich am Anfang nicht so gedacht. Ja, Pikachu und seine Feuer-Pokémon waren dran und ich habe mich dazu entschieden, Panferno vor dem Kampf Steinhagel für den Tempo zu geben, damit wir selber was gegen Feuer-Pokémon machen können, was nicht immer Nahkampf. Und ja, ich muss sagen, der Kampf war überraschend einfach, denn ich hatte wirklich, wirklich Glück, dass ich erstens den Steinhagel immer getroffen habe, wenn ich ihn musste, und dass die Pokémon echt alle One-Hit waren. Wir haben alle Pokémon easy One-Hitted und damit war Ignatz der leichteste Trainer der Top 4 mit Abstand. Der letzte Trainerpost sind hier Lucian, wie auch immer man eher sie ausspricht, mit Psycho-Pokémon, was natürlich erstmal sehr nachteilig für uns klingt, war allerdings nicht so wirklich, denn durch das doch deutliche Levelunterschied haben wir den Trainer auch hier mehr oder weniger ohne Probleme besiegen können. Denn das Pantimos Psyana, Galagladi, Simsala, alle waren sie mit einem Flamblitz One-Hit. Und das letzte Pokémon kam dann das Bronzong. Ich hatte Angst gehabt, dass ich mit Flamblitz mich selber kille, deswegen musste ich hier ein bisschen Risiko gehen und auf den Nahkampf gehen. Ich habe gehofft, dass der einfach reicht und der hat auch gereicht. Was ein bisschen lucky war. Ich glaube, ich hätte den Flamblitz auch noch überlebt, also den Rückstoßschaden, aber ich war mir nicht halt ganz sicher. Deswegen bin ich hier auf den Nahkampf gegangen, wie Trangi auf die Fausttafel. Deswegen habe ich gehofft, dass das so reicht und es hat auch gereicht. Ja, und jetzt das große Finale gegen die große Cynthia und ich möchte gar nicht viel sagen, denn schaut euch einfach den Kampf an, genießt die Champ-Musik, die ich einblenden werde und dann hören wir uns nach dem Kampf nochmal.
Ja, und wie ihr leider gesehen habt, haben wir leider ganz, ganz, ganz knapp das nicht geschafft. Dass Lucario meinte, es muss Turbo-Tempo haben und mich damit besiegen. Sonst hätten wir es auf jeden Fall geschafft mit Nahkampf, damit ja, dass das Lucario getötet hätte. Schade, schade, schade. Ich hätte eine Sache anders hätte machen können im Kampf. Dann hätten wir den Kampf auch gewonnen. Aber ich wollte das nicht nochmal machen, da es eigentlich ein Win war, hätte ich eine Sache anders gemacht. Schade, schade. Ich hätte es sehr gerne hier im Video geschafft. Aber es war auf jeden Fall mal ein ganz, ganz, ganz komisches und aber auch spannendes und cooles Experiment, mal so ein Video zu machen. Ich bin mal gespannt auf eure Meinung. Ja, schreibt bitte eure Meinung ganz, ganz unbedingt in die Kommentare. Es würde mich brennend interessieren, was ihr zur Challenge sagt, ob ich sowas öfter machen soll, ob ich das mal in einer schwierigen Version machen soll oder sowas, weil Panferno ist ja jetzt kein schlechtes Pokémon oder sowas. Und Platin ist jetzt auch keine leichte Region, muss man dazu sagen, und leichtes Spiel. Aber ob ich das mal in einer anderen Form machen soll. Schreibt mir Ideen, falls ihr Ideen habt, und gerne in die Kommentare, ja, wenn ihr Kommentare schreibt, dann könnt ihr das nächste Pokémon nennen, ja, dann benenne ich euch nach dem nächsten Pokémon, um was die Challenge dann handelt. Deswegen schreibt aktiv Kommentare, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, das würde mich super supporten. Das Video hat echt sehr viel Zeit in Anspruch. Ich habe noch nie so ein... Also das Video hat wirklich sehr viel Zeit gebraucht und auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen, das wollte ich sagen. Also lasst Liebe, Liebe, Liebe da, das würde mir unfassbar helfen. Schaut bei unserem lieben André vorbei, der unseren Panferno war. Ja, lasst bei ihm auch gerne Liebe da, würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, ja, schreibt auch gerne, wenn ihr habt, Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Was soll ich besser machen? Soll ich meinen Kommentarstil ändern? Soll ich das Video länger ziehen und dafür nicht so viel upspeeden, da ja die Kämpfe teilweise ja schon schnell abgelaufen sind. Aber da ja die Kämpfe teilweise auch nicht so spannend waren, deswegen habe ich gedacht, dann verschnellerst du das halt ein bisschen, zum Beispiel gegen die paar Vorstände. Ja, was lässt sich am Ende noch sagen? Am Ende lässt sich sagen, wo waren die Hauptprobleme? Die Hauptprobleme waren auf jeden Fall Windows, also unser Rivale. Gegen den haben wir oft leider ja den Kürzungen gezogen. Was auch ein Problem war, waren auf jeden Fall war der Doppelkampf am Ende gegen Team Galactic, gegen die Team Galactic Vorstände Mars und Jupiter. Die waren auch sehr hart. Dann war auf jeden Fall Theresa ein dickes Problem mit ihrem Hippoterus. Also das hat einiges auch nochmal an Kraft bei mir gekostet. Marinus war auch nicht gerade leicht mit dem Gyarados, da muss man erstmal den Donnerschlag auf jeden Fall beibringen. Sonst ohne Donnerschlag hätte ich es nie im Leben geschafft. Also das wäre auch sonst ganz, ganz, ganz kritisch geworden. Und sonst so ein paar einzelne Kämpfe. Cyrus war hin und wieder mal gefährlich, da er ja 2-3 Flug-Pokémon hatte und mit dem Bedrohr, mit Gyarados. Ja, allgemein Bedrohr immer sehr schwierig. Das Staraptor von Windows zum Beispiel war ja auch immer so eine Sache, das meistens überlebt hat und dann eine Aeroas oder sowas rausgehauen hat. Das war nicht so schön. Aber es hat durchaus Spaß gemacht, auch wenn die Challenge ja nicht so leicht, nicht unanstrengend war, sage ich jetzt mal. Es ist schon sehr viel Zeit drauf gegangen, sehr viel Kraft. Aber ich möchte hier jetzt nicht irgendwie einen auf arme Socke tun, denn es hat auch Spaß gemacht, sonst hätte ich es nicht gemacht, denn es steht im Vordergrund, ja, Spaß haben. Wie gesagt, schreibt Kommentare, Verbesserungsvorschläge, Wünsche für die nächsten Videos. Ja, ich möchte, wenn es gut ankommt, vielleicht ein, zwei Mal im Monat so ein Video machen, wenn ich die Zeit dazu habe. Wie gesagt, das kostet auch eine Menge Zeit. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Kommentieren. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut und ciao.